Ja, so, ich bin jetzt in Berlin, hatte die letzten Tage ein paar richtig coole Interviews, habe erst mit Ariel Stern gesprochen, die ist im Bereich digitale Gesundheitsanwendungen und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie funktioniert eigentlich Forschung anders, wenn man so neue Dinge hat und speziell, wie macht man Forschung so, dass sie auch dann für die Menschen glaubhaft ist und vertrauenswürdig. Und wir haben auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie ja, sie in einer sehr männlich dominierten Domäne arbeitet. Dann habe ich mit Silvia Thun gesprochen. Die ist an der Charité hier in Berlin und am Berlin Institute of Health. Und ja, mit ihr habe ich gesprochen über Diversität in der Wissenschaft und wie man Frauen in der Wissenschaft unterstützen kann und auch machen kann, dass es nicht mehr ganz so schwer ist und für Frauen. Und genau, generell ein bisschen über Diversität. Das wird auch eine super spannende Folge. Und gerade eben habe ich mich mit Jörn Apel getroffen. Und wir haben gesprochen über New Work. Was bedeutet New Work im Kontext Universität? Wie kann man Universitäten so gestalten, dass alle das Gefühl haben, sie können mitgestalten und alle ja, Freiheiten haben, aber auch Verantwortung übernehmen? Und auch, wie könnte die Zukunft der Lehre aussehen im Sinne von alle sind gleichzeitig Lernende und Lehrende? Und das wird auch eine richtig spannende Episode, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, weil das ist nochmal ein bisschen was ganz anderes und so ein bisschen raus aus meiner üblichen, ja, Bubble. Also ich persönlich habe da super viel mitgenommen und super viel gelernt und freue mich, das mit euch zu teilen bald.